Hallo ihr Lieben, euer Girl, Cecilia und herzlich willkommen zu einem weiteren Taste Test. Heute mal wieder mit einem Energy Drink. Und der habe ich irgendwo aufgegabelt, wo ich halt nicht sonst so oft hinkomme, in einen riesigen Markt. In Oldenburg gibt es halt so einen gigantischen Famila und da war ich mal mit meinem Vater und da hatten sie natürlich auch mehr Auswahl, was Energy es betrifft. Jetzt kann ich mal Horizont erweitern. Und zwar geht es um den hier. Ich glaube, es könnte ein Sommerwunder sein. Denn das ist der Ultra Watermelon. Der Ultra. Man kennt's. Ich bin kein Fangirl von den Ultras, weil die schmecken immer ein bisschen, ja. Es gibt gute Ultras. Die kann man trinken. Gibt auch bessere Energy Drinks. Nein, das Problem ist, hier ist halt Zero Zucker und das schmeckt so dann doch und da bin ich nicht so ein Fangirl von. Aber ja, Wassermelone, darum geht's heute. Sehr tropisch, sehr erfrischend. I love Watermelon, ist halt so. Ich habe auch ein Parfüm, was sich um Wassermelone dreht. Deutsche und Gabbana L'Empreinte ist. Falls ihr das kennt, von daher, Wassermelone ist toll. Haben wir auf der Arbeit auch mal gegessen, hat die Chefin einfach Wassermelone mitgebracht. Voll schön. Gut, bei Monster haben wir immer so einen tollen Spruch, den lese ich jetzt mal vor. Der Nachthimmel von Feuerwerk erleuchtet deinen Schwarm im Arm, gute Musik und die besten Freunde dabei. Ich habe weder noch einen Schwarm, noch Freunde. Das ist schon mal ein sehr fiktives Szenario, Monster. Ich habe weder noch keinen einzigen Freund. Nee, der Witz ist, ich hab halt nur meine Dakimakuras. Ihr wisst, die Anime-Girls. Ja, weird, aber so bin ich halt. Da werde ich mal ein separates Video zu machen. Das geht dann mehr ins Detail, warum sich da auch nichts dran ändern wird. Aber das wäre jetzt zu tiefgründig für einen Taste-Test. So fühlt sich der perfekte Sommer an, ja. Den werde ich wohl nie erleben. Ultra Watermelon ist dein Sommer in der Dose. Damit kannst du ihn jederzeit genießen. Ohne Zucker ein leichter und erfrischender Flavor. Mit unserem explosiven Monster Energy Mix lässt heiße Sommernächte aufleuchten. Jo. Klingt auf jeden Fall ganz vielversprechend. Sommer in der Dose, I like. Wie gesagt, wenn da Wassermelone draufsteht, erwarte ich auch nichts anderes. Deutsche und Gabbana L'Empreinte. Das Wassermelonenparfüm ist auch eines der besten Sommerparfüms. Dass einfach diese Wassermelone so gut ausstrahlt. Riecht schon sehr nach Wassermelone. Nicht zu künstlich. Was mir wieder gefällt. Wassermelone, Erdbeer, Kirsche, die können sehr schnell zu künstlich werden. Das ist hier nicht der Fall. Aber es ist auch nur der Geruch. Ich es gleich trinke und einen Koller kriege. Dann wisst ihr Bescheid. Ihr wisst ja, wie mein Notarzt ruft, ne? Da schwingt wieder diese seltsame Ultranote mit. Aber der ist super erfrischend. Ihr müsst wissen, ich habe den nicht kalt gestellt und der ist jetzt schon erfrischend. Wenn der eiskalt serviert wird und ihr am Strand chillt. Wirklich. Voll schön. Was sie jetzt hier mit den Sommernächten haben, verstehe ich nicht ganz. Für mich ist es wirklich so ein typischer Tag am Strand, wo du einfach nur Fun haben möchtest. Mit Freunden und Bekannten, falls man die dann hat. Und naja, ist halt fruchtig, frisch, lecker. Super erfrischend, Wassermelonen-Style. Schmeckt auch tatsächlich nur nach Wassermelone. Also eine andere, ich wollte schon fast Duftnote sagen. Ich mache zu viele Parfüm-Videos. Eine andere Note kann ich da tatsächlich nicht rausschmecken. Ich muss sagen, ich finde den Energy Drink richtig gut. Der ist nicht künstlich, der ist nicht zu süß, der ist einfach nur erfrischend tropisch. So muss das sein. Weil eine Wassermelone ist auch eigentlich gar nicht so süß. Die will nur erfrischen.
Die will nur tropisch sein. Sie will einen Trank versüßen. Und genau das macht der Energy Drink. 8 von 10 Punkten. Ist halt sehr simpel und es gibt deutlich Energy Drinks, die ich bevorzugen würde. Auch was den Tropenfaktor betrifft. Ja, bei Energy Drinks bin ich wahrscheinlich am kritischsten, weil ich einfach schon so viel probiert habe. Aber 8 von 10 ist doch nicht schlecht, oder? Also was tropische Energy Drinks betrifft, würde ich halt den Mango Loco vorziehen. Ich würde den Passion Frutas vorziehen und den gelben Red Bull. Aber dann kommt schon der hier. Darf erstmal noch einen Schluck. Prost! Wenn der kalt ist, schmeckt er bestimmt noch 1000 Mal besser. Leckere, erfrischende Wassermelonennote. Falls ihr diesen Energy Drink kennt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Würde mich interessieren und dann sehen wir uns wieder bei einem anderen Taste-Test. Ich freue mich drauf, ihr hoffentlich auch. Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Und ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Stay awesome. Eure Sissi. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch. Und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich. Und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!